Wütende Proteste gegen die geplante Schließung einer Fabrik des Reifenherstellers Goodyear in Rueil-Malmaison, etwa 14 Kilometer westlich von Paris. Die Demonstranten lieferten sich gewalttätige Auseinandersetzungen mit Polizisten, die sich vor dem Werk aufgestellt hatten. Sie zündeten Reifen an und versuchten, die Linie der Polizisten zu durchbrechen. Um das zu verhindern, setzten die Sicherheitskräfte auch Tränengas ein. Für die geplante Werkschließung und das Verhalten ihres Managements haben die Demonstranten kein Verständnis, sagt dieser Mann. Der Boss sitzt mit seinem Telefon an seinem Schreibtisch und wir stehen hier vor einer Fabrik im Nirgendwo. Tut mir leid, aber genau so ist es. Wir müssen jeden Tag giftige Sachen einatmen, aber niemand kümmert das. Zu behaupten, dass die Arbeiter faul seien und nicht arbeiten würden, finde ich unverschämt. Es gibt schon viele, die zu Hause sitzen und keine Arbeit haben, aber wir gehören zur Fabrik. Sie müssen uns Arbeit geben. Wir werden arbeiten. Goodyear, der größte US-Reifenhersteller, hatte kürzlich wegen der Wirtschaftsflaute in Europa seine Geschäftsziele zurückgenommen. Das Unternehmen will sich deshalb in Europa teilweise zurückziehen. Einige Werke sollen geschlossen werden. Zudem will Goodyear in Europa keine Reifen mehr für die Landwirtschaft verkaufen.